fighting against Residenzpflicht since 21 years. Wissen Sie, wie Leute dort im Lager leben? 10, 18 Jahre isoliert sind? Do you know how people live in the lagers who are isolated for 10, 15 years? Ja, wir hören heute, ja, die Organisation muss, ne, die hat das auch räumen und so, aber jemand hat unsere Forderung, über unsere Forderung geredet. Wie gehen wir weiter mit unserer Forderung? Keiner hat darüber nicht geredet. Ich bin enttäuscht. Bis jetzt reden wir über Wohnungen, reden wir über Orientplatz, aber nie über Residenzpflicht, nie über Bleiberecht und jede unsere Forderung. Ich ja. People should understand. We have powers here. That means we have the Green Party, SPD, the Linke. You have the party power, and the fourth of the press is sitting here. Is they call it the fourth power? It's the press. You have the government and the districts and the division of power and the press. The media is called the fourth power because they choose and they invite the media they like themselves. And now we have somebody reading from, jetzt hat jemand gerade, also ich will nochmal erklären, die Struktur, dass die Presse als die vierte Macht gilt, sollten wir nicht übersehen oder vergessen. Und jetzt haben wir, Sie sagen wir hier, wenn wir Frau Herrmann jetzt hier haben, können wir jetzt Frau Herrmann fragen, wenn sie solche Sachen sagt, wie sie ist dafür, dass der Kampf weitergeht. Das ist eine gefährliche Aussage, weil sie uns damit den Rücken stärkt, weiterzumachen. Aber sie gibt uns keinen Hinweis, was sie leisten will. Wird sie nur Wasser tragen kommen oder wird sie politisch was dazu beitragen können? The role of media, and I want to say that it's dangerous if Ms. Herrmann said she supports us and our demands, she actually tells us to keep on, but it's not clear what she will do for us. Will she come to the camp and carry the water, or what is it she will come and do to help us? One thing is clear, eine Sache ist klar. Sie hat gesagt, sie kann durch Passivität, das heißt, sie wird nicht aktiv dazu beitragen, uns zu räumen oder einzuladen. Das Passive zu räumen. She says she will help us in a passive way. She will not help us, but she will not evict us. Und wenn Sie als Vertreterin der Gruppe und als Bürgermeisterin hier sagen, dass Sie bereit sind, mit den Menschen hier zu reden, and sind Sie persönlich und auch Ihre Partei in der Lage oder willig, darauf sich tatsächlich einzulassen und das runterzufahren auf das, was die Menschen dann fordern werden? Oder werden Sie dann immer noch in der Problematik mit sich in Ihrer Person, Ihrer Familie, Ihrer Partei und Ihre Gegner wie die CDU dann sein? Was für Garantien haben wir, wenn wir sagen, wir kämpfen weiter, dass Sie uns unterstützen werden? Wir haben das oft erlebt, dass uns Anwälte stehen lassen, nachdem Sie sagen, wir sollen kämpfen und dann vorbrechen und dann passiert was und dann sind Sie weg. Wir haben das mit Supporter erlebt, mit linken Strukturen, die uns dann, dann in Konflikt geraten sind und dann den Kampf im Stich gelassen haben. Und ich sehe hier lauter junge Leute, die in die Parteien beitreten. Leute von Grünen, ich habe Uschi Eid kennengelernt. Uschi Eid ist persönlich mitverantwortlich dafür, dass ich hier in Deutschland bin und nicht freiwillig hier bin. Sie haben das mitgetragen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von den Grünen diesen Background haben. Was hat die Grüne schon alles beigetragen, dass Menschen flüchten müssen? Und jetzt wollen Sie hier sich aufspielen und sagen, Sie haben Angst davor, dass Leute krank werden. Now she wants to play like a brother's keeper, sister's keeper. Na, der geht gleich weg, der steht zwar im Livestream, aber das stört nicht. If we can deal and maybe help by Nazis or what, you cannot protect us from this. Sie können uns vor solchen Sachen nicht schützen.
Sie können nur jetzt Ihre Versprechen einlösen und konkret sagen, was Sie machen werden, bis Sie im Konflikt mit Ihrer Partei, Ihrer Familie, mit allen geraten und dann so dahin kommen, wo wir alle auch sind. Ja?